Ja, ganz herzlichen Dank und danke auch Aladin, dass du schon ein paar Punkte vorweggenommen hast. Ich komme jetzt vom Sitz des Finanzministers. Seit gestern Nacht wissen wir, dass man mit der Flüchtlingskrise, und ehrlich gesagt wüsste ich gerne, wann die Krise dann mal aufhört, wann wir nicht mehr darüber reden, seit gestern Nacht wissen wir, dass man mit der Flüchtlingskrise einen großen Deal machen kann. Das hat uns ja Großbritannien gezeigt. Das ist schon sehr erstaunlich. Moderne Zeiten. Ich werde ein bisschen über die fragile Mitte reden, ich werde über Nordrhein-Westfalen reden. Klappt es ja. Unsere These in unseren Studien war, die demokratische Gesellschaft ist fragil. Wann? Was sind die Bedingungen? Wenn sie auf Ungleichwertigkeit von Gruppen basiert. Sie zerbricht, wenn sie Gewalt zur Durchsetzung oder Regulierung von Konflikten für legitim erklärt. Das halten wir für einen ganz wesentlichen Gradmesser. Das bedeutet, wir müssen uns ständig die Frage stellen, ist Gleichwertigkeit von Gruppen in der Gesellschaft gegeben oder nicht? Was ich jetzt gerne mit Ihnen machen würde, ist nicht an Samstagmorgen Shopping. Wir gehen jetzt nicht nach Netto, sondern wir machen jetzt einen kleinen Politik-Trail, würden die Amerikaner sagen. Wir gehen mal auf die Straße, wir machen mal einen Spaziergang. Wir sind der Meinung, dass dieser Spaziergang ein Weg ist in unruhigem Klima. Zunächst mal werde ich darüber reden, dass unser Blick auf diesen Weg verstellt ist. Wir begegnen radikalen Flaneuren. Dann gucken wir mal hinter die Gardinen. Wir graben im Hinterhof nach Wurzeln für die Fragilität. Und dann gehen wir durch die Hintertür nach draußen. Der eigene Blick ist verstellt. Stellen Sie sich bitte mal folgende Aufgabe. Ich lese Ihnen Sätze vor und Sie können für sich, ja, wir machen keine öffentliche Abstimmung, obwohl wir im Parlament sitzen, sagen, stimmen Sie zu oder nicht. Wir machen auch keinen Hammelsprung. Ich gehe auf andere unvoreingenommen zu, stimmen Sie zu oder nicht. Ich akzeptiere jeden, wie er oder sie ist. Ich bin tolerant, ich stehe Fremden offen gegenüber. Das haben wir Menschen gefragt, Querschnittsbefragung in der Bundesrepublik Deutschland, 14/15. Und das Ergebnis ist natürlich vollkommen klar. Über 80% gehen unvoreingenommen auf andere zu, akzeptieren jeden, wie er ist. Über 80% sind tolerant und stehen Fremden offen gegenüber. Wir treffen nun mit diesem verstellten Blick auf Polarisierung und Kernfragen. Willkommenskultur. In einer anderen Studie zur Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit, auch im Jahreswechsel, 36%, und hier gute Nachrichten für NRW, sie liegen immer höher bei der Willkommenskultur. 38,4 in NRW, wollen eine stärkere Willkommenskultur für Migrantinnen. 31% wollen sie explizit nicht, 27 in NRW. Stärkere Willkommenskultur, nicht so gleich bleiben. 47% der Befragten in Deutschland haben eine positive Haltung zur zunehmenden Vielfalt, 25% haben eine explizit negative. NRW liegt hier auch wieder höher, also positiver im Sinne von Willkommenskultur. Fast 55% finden es gut, NRW 58%, wenn sich, Zitat, oder beziehungsweise so hieß das Item, die Aussage, Migranten in Deutschland zu Hause fühlen. Das will wohl die Mehrheit. Aber bei der Frage, ob sie sich auch als Deutschland für neue Heimat entscheiden dürfen, da bricht es ein auf 36%, NRW auf 40%. Und in diesem Klima rasen uns radikale Flaneure entgegen und kämpfen. Sie kämpfen um den Raum, das haben wir gestern Nacht gesehen. Der Raum wird verstellt. Sie kämpfen um die Kommunikation, gehen Sie mal parallel jetzt ins Internet. Die Repräsentation des Volkes, es gibt Kämpfe um Wahrheit. Die AfD hat einen Wahrheitskongress gemacht und nicht so einen Kongress wie hier. Toleranz, Opfer, es wird gekämpft um die Geschichte. Warum ist es erfolgreich? Weil das Ganze bietet ein Aktionsangebot. Den Menschen wird scheinbar eine Stimme gegeben für ein Wir und es wird eine Emotion, das Ganze wird emotionalisiert. Wir dürfen nun endlich Bürger in Wut sein und gleichzeitig eine Erlebniswelt. Das alles ist gut analysiert. Nicht wenige nehmen die Gewaltkontrolle dann selbst in die Hand. 2015 924 Übergriffe auf Asylunterkünfte. Auch, weil sie wissen, dass die Norm porös wird und weite Teile der Mitte zustimmen. Auch das wissen wir aus der Forschung, Vollstrecker des Volksglaubens. Daran wird immer noch gearbeitet, an dieser Propaganda. Gucken wir mal hinter die Gardinen. Dieses alles funktioniert in der Radikalität nur, wenn es eine Mitte gibt, die klammheimlich zustimmt. Ein gewisser Anteil, den braucht man. Den brauchen wir auch für den Konflikt um die Integration. Gucken wir mal hinter die Gardinen.
Wir haben das relativ gut analysiert in unserem letzten Buch Wut, Verachtung, Abwertung. Das ist das rechtspopulistische Mentalität. Es hat eine ganz wesentliche Facette, nämlich die sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegen viele unterschiedliche Gruppen. Ein Element, die anderen. Es ist aber auch ein Anti-EU-Ressentiment gegen die USA, ein nationaler Chauvinismus, das sind wir. Ein Law-and-Order-Autoritarismus, den haben wir über die letzten Monate verspüren müssen, der in weite Teile auch anderer Parteien hineingeraten ist. Es gibt eine Demokratie-Elitenschelte und dann gibt es die politische Diskussion um die sogenannte Asylkrise, ich halte den Begriff für Quatsch, gibt es Wut, Hass und Gewalt. Wir dürfen jetzt endlich wieder unsere Emotionen ausdrücken. Das sind fünf Facetten, die wir empirisch ermitteln. Ich gehe nicht in die Feinheiten, die die rechtspopulistische Stimmung ausmachen. Jetzt mache ich mal ganz schnell eine kleine Piepshow der Menschenfeindlichkeit. Der rote Balken ist NRW, sieht gar nicht so schlecht aus. NRW ist irgendwie Mittelmaß. Sie können die Folien schlecht gerne bereit. NRW beim Antisemitismus relativ weit unten. Suchen Sie jetzt nicht Ihr Bundesland, es geht schnell, ich habe wenig Zeit. Homophobie, das rückt so langsam in die Mitte rein. NRW, da ist viel gemacht worden, da haben wir auch einen Bericht für die Landesregierung abgegeben. Da sehen Sie im Übrigen keinen Ost-West-Unterschied, Bayern ganz oben. Ethnischer Rassismus, NRW, so rückt weiter in die Mitte, Saarland, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Westländer sind dabei ganz oben. Da geht es um die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Fremdenfeindlichkeit, wir rücken weiter in die Mitte. NRW sieht gut aus, wir können uns alle zurücklehnen, Sachsen-Anhalt, MacPom, Sachsen, Thüringen und so weiter, ganz weit oben bei der Fremdenfeindlichkeit. Sexismus, NRW rückt etwas über die Mitte. Abwertung von Muslimen, NRW rückt nach oben. Unsere Daten zeigen, dass in NRW die Islamfeindlichkeit im Vergleich zu anderen Westländern eher angestiegen ist. Da liegt NRW über dem Westniveau. Abwertung von Langzeitarbeitslosen, eine wirklich vergessene Gruppe, NRW immerhin auf Platz 4. Das ist negative, generalisierte Abwertung von arbeitslosen Menschen, ein Thema, was wir selten diskutieren. Diese Abwertung, wir haben das im Indikator, das, was die Abbildung zeigt, ist ziemlich einfach. Wenn Menschen der Demokratie misstrauen, wenn Menschen die Demokratie kritisieren und sagen, die Demokratie führt eher zu faulen Kompromissen als zu sachgerechten Entscheidungen, steigt fast linear die Menschenfeindlichkeit an, kontrolliert um Alter, Bildungseffekte und so weiter. Das ist ein linearer Trend, ist erstaunlich. Huch, jetzt bricht er hier weg. Entschuldigung. Und das Ganze wird mit Wut, Hass und Lust auf Unkorrektheit in die Mitte gespült. Die Wut der Bürger auf die Zuwanderung ist absolut verständlich, jeder Fünfte. Fremde Einflüsse auf unsere Kultur müssen auf ein vernünftiges Maß begrenzt werden. Das ist gestern Nacht passiert, 40%. Und jetzt kommt etwas in Deutschland, darf man nichts Schlechtes über Ausländer und Juden sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Die Mitte hat gelernt, wie Populismus funktioniert, 58%. In Deutschland kann man nicht mehr frei seine Meinung äußern, ohne Ärger zu bekommen. Das ist das Argument, um dann die Meinung gegen die anderen zu richten, bei 28%. Wir haben das Ganze mal in einer Skala zusammengefasst. Dort können wir sehen, das kann man nachlesen in dem Buch, wenn wir eine Skala nehmen, die von 1 bis 4 geht, nehmen wir den Skalenwert 3, der liegt eindeutig im rechtspopulistischen Bereich, sind es 20%. Nehmen wir den numerischen Skalenmittelwert, der eine Stichprobe in 50-50 teilt, sind 42%, die eindeutig rechtspopulistischen Einstellungen zustimmen, die man empirisch ermitteln kann. Das ist eine ganze Menge und das hört man überall an jeder Ecke. Und was wir auch sehen in den Daten, Menschen, die rechtspopulistische Meinung aufweisen, über all die Jahre, die wir das jetzt messen, das sind hier die Daten von 10 Jahren mittlerweile, wir gehen hoffentlich ins 14. Jahr. Dort, wo Menschen rechtspopulistischen Meinungen glauben, es steigt das Ausmaß der Gewaltbilligung und Bereitschaft. Manchmal muss ich Gewalt einsetzen, um nicht den Kürzeren zu ziehen. Die Gewaltbilligung und Bereitschaft steigt in den rechtspopulistischen Milieus, sie steigt nicht in den nicht rechtspopulistischen Milieus. Das heißt, wir müssen nicht nur mit mehr Konflikt rechnen, sondern auch mit mehr Gewalt. Graben wir ein bisschen nach den Wurzeln. Wir haben empirisch, ich vereinfache alles, relativ gut ermitteln können, Menschen, die sich bedroht durch Zuwanderung fühlen,
zeigen deutlich mehr Menschenfeindlichkeit, Menschen, die Dominanzorientierung aufweisen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal wieder nach vorne kommen. Menschen, die einen marktförmigen Extremismus aufweisen, das heißt eine Orientierung, die sagt, Demokratie, nein, das läuft hier nach Wettbewerb, nach Leistungsprinzip und so weiter. Deswegen gestern der britische New Deal über die Asylkrise, kann man sehen, da kann man auch viel Geld mit verdienen. Ein Homogenitätsglaube und auch der autoritäre Reflex, der Autoritarismus, das sind 5 zentrale Orientierungen, die die Menschenfeindlichkeit erhöhen. Und 5 zentrale Orientierungen, die alle kollektiv sind. Es geht nicht um individuelle Abstiegsängste. Dieses monatelange Reden um den Sorgenbürger, der Angst hat um seine individuellen Abstiegsängste, empirisch war es ein totaler Irrsinn. Es sind kollektive Ängste. Es ist die Angst, nicht mitzukommen. Tatsächlich allein zeigen alle unsere Daten, dass nachdem die Krise überwunden ist, wenn es den Menschen besser geht, fangen die Identitätsverteilungskämpfe neu an und dann wird abgewertet. Feindseligkeiten funktionieren. Warum? Sie befriedigen soziale Motive. Das sind Motive, die ich nur befriedigen kann mit anderen zusammen, sei es in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und so weiter. Menschenfeindlichkeit vermittelt Wissen und bietet Erklärung. Es schafft Bindung in der Eigengruppe. Der Populismus ist wir gegen die, oben gegen unten, drinnen draußen. Sie erhöhen den eigenen Selbstwert. Das funktioniert aber immer nur eine Zeit lang. Sie müssen schon konsequent und ständig andere abwerten, um diesen Effekt zu haben. Sie bieten Anerkennung durch andere und sie legitimieren Unterschiede, Hierarchien, Diskriminierung, Ausschluss und Gewalt. Die Menschenfeindlichkeit ist in dem Maße wichtig, wie sie mit der Menschenfeindlichkeit praktisch als Hammer den Nagel in die Wand schlagen können. Durch die Hintertür, haben wir denn einen Ausweg? Ich denke, ja, es gibt Wege der Toleranz. Der Kongress wird einiges diskutieren und ich würde mich freuen, wenn das Thema der Vorurteile, der Menschenfeindlichkeiten immer mitdiskutiert wird, denn darum geht es. Ich glaube, es geht darum, auch in NRW Leitbilder, Identitäten der Gleichwertigkeit erleben zu lassen. Wir wissen, dass Integration bedeutet, ich muss die Gleichwertigkeit der Diskriminierten herstellen und dazu muss ich wissen, wie sie die Welt sehen. Dazu muss ich wissen, wie Gleichwertigkeit oder Ungleichwertigkeit erlebt wird. Man muss dieses Ungleichwertigkeitserleben ernst nehmen. Sie haben gesehen die Daten über die Langzeitarbeitslosen. Das ist dramatisch. Es funktioniert empirisch, indem man Diversität fördert, indem man Toleranz im Sinne von Wertschätzung vermittelt und erlebt und indem man neue Bildungsformate entwickelt. Darüber werden wir reden. Wir haben vorgeschlagen, von einer zivilcouragierten Bildung zu reden, die eine politische und so weiter ethische beinhaltet. Mein Fazit: wird die Ungleichwertigkeit durch menschenfeindliche Distanzierung oder sogar mit Gewalt hergestellt, und das erleben wir täglich, dann ist eine Gesellschaft fragil, ja, wenn ein gewisses Ausmaß an Ungleichwertigkeitsideologien eingesickert ist. Und das ist es in dieser Gesellschaft, machen wir uns nichts vor. Sie ist aber vielleicht schon zerrissen, wenn über Ungleichwertigkeitsideologien die Gruppen auseinanderdriften. Auch das passiert, die Gesellschaft driftet auseinander, Europa driftet auseinander. Die Gesellschaft ist zerfallen, wenn die Konflikte nicht mehr regulierbar sind. Auch das passiert an vielen Stellen in Europa. Vielen Dank.